Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu den Grundbegriffen der Algebra. Es geht um die Definitionsmenge von vier Termen in der Menge der reellen Zahlen. Versuche zuerst einmal selbst eine korrekte Zuordnung zu finden. Beim ersten Term handelt es sich um eine Logarithmusfunktion, der ln von x plus 1. Eine Logarithmusfunktion ist in ihrer Definitionsmenge dadurch beschränkt, dass das Argument positiv sein muss. Das heißt, für unsere Logarithmusfunktion gilt, x plus 1 muss größer als 0 sein. Und wenn x plus 1 größer als 0 ist, ist natürlich x größer als minus 1. Die zugehörige Definitionsmenge läuft von minus 1 bis beliebig unendlich. Minus 1 selber gehört nicht zur Definitionsmenge. Wir haben hier ja ein x größer minus 1 und unendlich wird grundsätzlich natürlich nicht dazu gezählt. Also lautet die korrekte Definitionsmenge minus 1 bis unendlich und es handelt sich dabei um die Menge dc, also um die Lösung c. Der zweite Term ist eine Wurzelfunktion. Das Argument unter einer Wurzelfunktion, damit es eine reelle Zahl ergibt, muss größer gleich 0 sein. Im Gegensatz zur Logarithmusfunktion darf das Argument also auch 0 sein. In dem Fall muss also 1 minus x größer gleich 0 sein oder 1 größer gleich x bzw. x kleiner gleich 1. X kleiner gleich 1 heißt, dass die rechte Grenze des Intervalls 1 ist, einschließlich dem 1er, die linke Grenze dagegen nicht definiert, wir also von minus unendlich weg beginnen können mit der Definitionsmenge. Minus 1 bis 1, abgeschlossene Menge bei 1, ist die Menge f. Der dritte und der vierte Term sind Bruchterme. Bei Bruchtermen werden in der Regel nur einzelne Zahlen ausgeschlossen, weil das einzige Problem, das bei Bruchtermen auftreten kann, eine Division durch 0 ist. Wenn der Nenner 0 wird, müssen wir die zugehörigen Lösungen, die diesen Nenner 0 machen, aus der Definitionsmenge ausschließen. Der Nenner x mal x plus 1 zum Quadrat hat die beiden Lösungen, Nullstellen besser gesagt, x ist gleich 0 für den Faktor x und die Nullstelle minus 1 für den Faktor x plus 1. 0 und minus 1 müssen wir also aus der Menge der reellen Zahlen ausschließen. Wir haben also die reellen Zahlen ohne den beiden 0 und minus 1. Und eine äquivalente Formulierung dazu ist die Menge d. Und schließlich Term Nummer 4. Hier geht es um die Nullstellen von x² plus 1. x² plus 1 würde dann 0, wenn x² minus 1 wäre. Aber das Quadrat einer reellen Zahl kann nicht negativ werden. Also haben wir auch keine reelle Zahl, die ein Problem bereitet bei der Division. Folglich müssen wir keine dieser reellen Zahlen ausschließen und die Definitionsmenge ist identisch mit der Menge der reellen Zahlen. Und die Menge der reellen Zahlen ist in der Menge von a beschrieben. Und mit der fertigen Zuordnung ist das Beispiel auch schon gelöst.